Bei der Rheinregulierung 1829 entstand die Insel Kühlkopf. Die natürliche Rheinschleife wurde durch einen neuen Hauptstromabschnitt kurzgeschlossen. Umgeben von den Ortschaften Erfelden und Stockstadt hat sich in der Auenlandschaft ein ausgedehntes Sumpfgebiet mit Gras, Schilf und Hartholzgewächsen entwickelt. Dieses Naturreservat bietet Rast- und Brutplätze für zahlreiche Vogelarten. So, wir erkunden jetzt das Naturschutzgebiet am Kühlkopf. Weitere Besonderheiten: einen Urwald mit Schlingpflanzen und Lianen in der Hartholzaue, Schilfmeere am Altrhein sowie charakteristische Kopfweiden und bis zu 250 Vogelarten. Einige Landschaftsimpressionen im Vorfrühling werden aufgezeigt. In dem Gebiet der Knoblochsaue steht eine Säule des Schwedenkönigs Gustav Adolf, der im Dreißigjährigen Krieg hier den Rhein überquert hat.